So, sehr verehrte Zuseher, wir möchten ganz recht herzlich von Marktfest 2014 begrüßen. Stimmt das, Gabi? Ja. Also ich würde schon sagen. Wir lassen uns das trotzdem mitnehmen. Was haben wir denn so heim auf dem Plan? Was darfst du sagen? Ja, wir suchen die Anti-Marktfest-Partie. Das heißt, alle, die trotzdem feiern. Und ich glaube, ein paar sind schon am Weg. Also, ich höre mal etwas, du? Ja, ich glaube, das kommt von dahinter. Schauen wir mal. Da schauen wir, oder? Wir suchen einen Krampfhaft und sonst feiern nur wir zwei. Das machen wir, Gabi. Kommt so mit. Jawohl. Ich höre Musik. Schauen wir, Gabi. Wo? Da. Was ist da heim? Also Marktfest ist groß, aber trotzdem, was ist denn da? Weißt du was? Ich weiß nichts. Da steht was, wa? Aha, Piano, 10 Jahre. Und frisches vom Grill. Da gehen wir schauen. Ob es da Mädels gibt? Das schau ich nachher, Gabi. Passt, ab geht's. So, jetzt sind wir ein bisschen durch das Getümmel gegangen und dann habe ich schon zwei Typen kennengelernt. Natürlich kennt sie jeder, aber ganz kurz stellst du dich nochmal vor für unsere Zuseher. Ich bin der Fetti, Bruder von der Jonas, also Piano Keller, Vertreter momentan, sage ich. Und da haben wir auch allseits bekannt hier in Reute. Enver, ich bin der Enver Emetschan und ich mache es eigentlich auch Vertreter von Jonas. Gut, normalerweise wäre ja heute das Marktfest, aber es habt einen anderen Anlass gefunden. Zwar was? Welchen? 10. Piano Keller Jubiläumsjahr, also bekannter Name Schumuri, kann man so sagen. Also das richtige Name ist Piano Keller Schumuri. Das ist 10. Jubiläumsjahr von uns bekommen haben. Ja, noch einmal von unserer Seite aus recht herzliche Gratulation. 10 Jahre Piano Keller, aber Schumuri, sagt man einfach, warum? So viel ich jetzt mitgekriegt habe, ist früher. Der Besitzer war der Murat und der war halt Student und man hat immer dann, er hat ein kleines Lokal gehabt in Reuter drinnen und hat immer gesagt, so auf die Art, die Kollegen von ihm haben immer gesagt, ja gehen wir zum Student Muri, Murat, so auf die Art und von dem kommt es dann das Schmuri. Eigentlich, ja gehen wir zum Schmuri, so Bierle trinken. Ja, ist ja so quasi wie eine kleine Marke geworden, gell? Ja, das ist eine richtige Marke geworden. Das war früher Lokal in Lindenstraße, ein kleines Lokal war das. Die alle seine Kollegen, gehen wir zum Muri. Das kommt automatisch, Schumuri. Student Muri, das ist Abkürzung geworden, Schumuri geblieben. Das ist unsere Neffe, der ist momentan in Graz studiert gehabt, das arbeitet und lebt in Graz. Seine Marke bleibt immer so weiter. Ja, und ganz typisch am 1. August-Wochenende hat heute mal Nachmittag ganz kurz der Weltuntergang stattgefunden, gell? Auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn man so schaut, Enver, was sagst du dazu? Ja, jetzt haben wir wunderschönes Wetter zum Feiern. Ich würde sagen, wir feiern einmal bis zum Schluss. Das Wetter hält einmal. Das ist das Glück des Tüchtigen oder der Tüchtigen, gell? Das habe ich ganze Monate gebetet, für diesen Tag so ein schönes Wetter zu sein. Gott sei Dank, jetzt haben wir Wetter richtig zum Feiern. Wir laden die alle Reutener zum Feiern, weil einmal im Jahr kommt das solche Fest. Kann man nicht immer erleben. Liebe Zuschauer, jetzt habe ich einen Kollegen von uns gefunden, und zwar den Zimi. Zimi, wie findest du, dass das heute kein Marktfest stattfindet? Ja, dass das Marktfest heute nicht stattfindet, ist ein bisschen schade, aber es soll ja nächstes Jahr wieder kommen, das ist gut. Und super finde ich auch, dass halt heute trotzdem ein bisschen was los ist. Es ist Schmuri, macht eine Veranstaltung, das Rockers habe ich gerade gehört und Novellis hat auch was. Also kann man heute schon doch trotzdem irgendwo hingehen. Also Jungs, wie findet ihr das, dass heute kein Marktfest stattfindet? Ich finde das voll scheiße. Aber du bist ja trotzdem am Weg. Ja, weil 10 Jahre Schmuri ist. Das ist der Austausch, das passt gut, ja. Aber du bist ja heute auch am Weg, also findest du auch gut, dass was stattfindet? Ja, auf jeden Fall. Was dir noch heute noch?
Etwas trinken. Und dann? Wieder etwas trinken. Hi. Hallo. Hey. Ich finde kein Marktfest statt, du bist trotzdem am Weg, was so scheint. Ja, ein bisschen vorgehen, Leute treffen, gute Stimmung. Bleibst du jetzt da beim Schmuri oder hast du noch vor weiterzugehen? Ich glaube, ich bleibe heute da. Vielleicht geht es später noch weiter, muss ich auch gehen. Ja, ich glaube, dass dann trotzdem was los sein wird, obwohl kein Marktfest ist. Das glaube ich auch, ja. Ist ja wirklich schade, dass es abgesagt worden ist, gell? Scheiße, aber nächstes Jahr vielleicht. Hoffen wir es, ja. So Mädels, heute ist nicht Marktfest und trotzdem sind wir am Weg. Was ist denn da heute? Ja, ich schätze mal, wir bleiben jetzt eine Weile da und dann werden wir weitergehen. Was ist dort noch alles auf dem Programm? Ja, jetzt schauen wir mal, ob das was kann und sonst schauen wir vielleicht mal in Bucha vorbei, weil es ist ja auch so alt Marktfest. Ja. Also wird es heute wahrscheinlich noch länger, oder? Ja, ich schätze schon. Ja, dann hoffe ich doch, dass wir uns irgendwo nochmal begegnen, weil wir gehen auch noch ein bisschen weiter. Ah, okay. Ja, ja. Ja. Sodala, jetzt haben wir Eherbalei gefunden. Es ist mächtig was los. Suche ich noch eine Kirche. Da ist er eh schon. Super. Hey, Jungs, wir gehen weiter. Gehst du mit Simi, oder? Nein, ich muss jetzt wieder weiter. Aber danke für die Einladung. Also, du musst weiter, wir gehen auch weiter. Dann kannst du mit uns weiter. Aber ich muss in die Richtung weiter. Ja, wir gehen auch in die Richtung weiter. Ja, nachher kommen wir mit mir. Geh mal.